Spiele, soweit das Auge reicht. Im Forum Bendix wurde gespielt und ausprobiert, was das Zeug hält. Spieleberater Rainer Hutmann kennt sich aus. Viele Anleitungen kennt er auswendig. Hunderte Spiele kennen wir als Begleiter dieser Ausstellung. Es ist immer zeitabhängig. Es können kurze Spiele sein, aber auch längere Spiele sein. Von 20 Minuten bis zu 4-5 Stunden. Das dürfen auch mal Brett- und auch mal Kartenspiele sein. Die Spielemesse findet im Kreis Coesfeld schon seit einigen Jahren statt. In jedem Jahr bisher mit wachsendem Zuspruch. Wir möchten gerne, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen, dass sie miteinander spielen. Und wenn Sie mich fragen, wie das Motto dieser Veranstaltung lauten könnte, dann würde ich Ihnen sagen, das Brettspiel lebt. Am meisten nachgefragt die Spiele des Jahres 2015. Nicht alle Spiele werden vom Kreisjugendamt gekauft. 300 bis 400 Besucher je Veranstaltung sind für viele Hersteller ein Grund, Neuheiten kostenlos an das Kreisjugendamt abzugeben. Also wenn ich mir die Entwicklung in den letzten Jahren angucke, wir haben mal gesagt 666 Spiele. Es sind mittlerweile weit über 800 Spiele, die wir hier ausliegen haben. Erklärt werden diese Spiele von versierten Spielepädagogen. Wir haben ein Team von 6 Leuten, die sich wirklich ganz hervorragend mit den Spielen auskennen, die sogenannten Spieleerklärer. Es ist nicht immer ganz einfach, so eine Spielanleitung sofort zu verstehen. Ohne Kaufzwang ein Spiel ausprobieren zu können, das hat sich bei vielen Besuchern herumgesprochen. Oft verspricht der Kartonaufdruck nämlich mehr, als der Inhalt hergibt. Ich bin ganz überrascht. Ich bin hier mit meiner Mutter. Ich dachte, wir gehen hier wie durchs Geschäft und gucken mal. Wir suchen noch ein Weihnachtsgeschenk und jetzt sitzen wir hier schon seit über einer Stunde und spielen und kommen gar nicht mehr vom Tisch weg. Die Spielemesse kam besonders bei den Kindern an. Ich spiele am liebsten so Strategiespiele, weil man das ja anstrengen muss. Ich spiele sehr gerne Siedler von Catan. Und ja, man muss mit Hilfe von verschiedenen Rohstoffen muss man ja verschiedene Ziele erreichen, verschiedene Straßen bauen, Städte bauen und sowas in der Richtung. Ob das Spiel des Jahres 2015 für einen Kauf in Frage kommt, bleibt abzuwarten. Die Spielemesse hat auch in diesem Jahr wieder Kaufinteressen geweckt und dafür gesorgt, dass der Gang ins Spielwarengeschäft nicht im Nirvana der Angebote endet.